Also dadurch, dass das Studium so breit gefächert ist, muss man jetzt nicht unbedingt Kontakt mit Patienten haben, sondern man kann natürlich auch dann in die Entwicklung gehen und dann ist es halt eher so ein Projektmanagement-Studium, sage ich jetzt mal. Und es gibt aber auch Firmen, wo du dann als richtig Medizintechniker arbeitest und zum Beispiel bei der Prothetik dann an den Patienten selbst die Prothese testest, perfektionierst und also man kann sich selbst entscheiden, ob man lieber mit Patienten arbeiten möchte oder nicht. Ja, also so grundsätzlich sind wir sehr breit aufgestellt, von Medizin über Mathematik, Recht, BWL-Fächern, damit wir einfach gezeigt und gelernt bekommen, wie wir später, wenn wir selbst ein Produkt entwickeln, das auf den Markt bringen, was wir zu beachten haben. Und ein ganz großes Thema ist die Informatik und die Elektrotechnik. Das zieht eigentlich durch das ganze Studiengang, durch den ganzen Studiengang durch. Freitags haben wir dann komplett Unterricht im Krankenhaus, wo dann verschiedene Ärzte von verschiedenen Abteilungen uns unterrichten. Und auch zusätzlich haben wir die Möglichkeit, dann mit in eine Praxis zu gehen oder auch in ein OP mit reinzuschauen. Und da kriegt man dann zusätzlich auch nochmal diesen technischen Teil der Medizin gezeigt, dass man zum Beispiel, also wie zum Beispiel eine Sonographie aufgebaut ist oder ein Ultraschallgerät oder ein MRT. Und ja, also dadurch kann man sich dann schon besser vorstellen, was man eigentlich auch in der Zukunft machen wird. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Also man kriegt die Grundlagen bereits vor dem Studienanfang nochmal beigebracht. Da gibt es so ein paar, ich glaube eine Woche geht das. Da kann man sich anmelden als Vorbereitungskurs. Gibt es einmal für Mathe und Physik. Also da wird dann in einer Woche alles nochmal behandelt. Das Besondere an der Hochschule Schmalkalden ist auch, dass man ein super Verhältnis zu den Professoren aufbauen kann und auch diejenigen, die neu anfangen, überhaupt gar keine Scheu haben, brauchen, Fragen zu stellen, weil aufgrund der Atmosphäre, der familiären Atmosphäre ist das wirklich überhaupt gar kein Problem und man kommt super schnell nicht nur mit den eigenen Kommilitonen, sondern auch mit den ganzen anderen in Kontakt und kann sich super guten Freundeskreis aufbauen. Ich komme aus der Nähe von Wiesbaden, aus einem kleinen Dorf und bin auch schon mal Schmalkalden gekommen, weil ich Freunde in Weimar habe und die mir empfohlen haben, auch mal hier in der Gegend zu schauen, was mir hier gefällt. Und so kam ich dann auf Ilmenau bzw. Schmalkalden. Auf dem Campus selbst gibt es zwei Studentenwohnheime, wo man dann in einer WG oder auch in Einzelwohnungen wohnen kann. Dann ungefähr 100 Meter entfernt gibt es ein zweites Studentenwohnheim. Dann über die Wohnungsgenossenschaft Schmalkalden kann man auch sehr gut Wohnungen beziehen und man findet eigentlich in Schmalkalden grundsätzlich bezahlbare Wohnungen. Wie jetzt ich und mein Freund, wir wohnen in einem alten Fachwerkhaus mitten in der Altstadt und es ist preislich wirklich machbar. Also dadurch, dass Schmalkalden so naturnah ist, geht man natürlich dann öfter mal spazieren oder wandern. Man hat die Ebertswiese, das ist ein kleiner Bergsee in der Nähe, wo man super picknicken kann, gerade im Sommer oder auch im Herbst. Und ja, die Zugverbindung nach Erfurt ist in Ordnung. Es gibt ein breit gefächertes Sportangebot von der Hochschule Schmalkalden. Dann haben wir zwei Fitnessstudios. Ich selbst gehe auch ins Fitnessstudio. Und ansonsten treffe ich mich mit Kommilitonen. Dann gibt es einen Studentenclub. Und da ist dienstags und donnerstags dann immer Clubtag, wo man dann auch mal hingeht und das ein oder andere Bierchen trinkt gemeinsam.